Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOLT aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGAMING 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footrough Gaming Video hier auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es die Cristiano Ronaldo Footrough Challenge, Leute. Wir haben heute Cristiano Ronaldo am Start gehabt. Drei Icons waren noch am Start. War geiles Team insgesamt, Leute. Ihr wisst es, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Was meint ihr? Hätte Ronaldo ein 94er Rating verdient dieses Jahr oder nicht? Schreibt es rein. Hashtag 93, wie er es momentan hat, oder Hashtag 94. Bin mal gespannt. Meiner Meinung nach 94 auch, wie Messi verdient. Aber gut, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Lasst mir mal gerne ein Like, lasst mir mal gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, wenn ihr Bock habt. Bleibt wie immer natürlich auch bis zum Schluss dran. Würde mich sehr freuen, Leute. Let's go. So, 3-4-3 Formation. Ronaldo. Let's go, Digga. Da ist der erste Mal Ronaldo im Draft. Da bist du doch, Kollege. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Let's go, Digga. Cristiano Ronaldo. Nice, Alter. Messi haben wir auch noch rumgekriegt. Letztes hätten wir Messi als Captain. Ich weiß nicht warum. Hazard ist fast auch mal dabei. Aber Ronaldo, joa. Schmeckt, Alter. Nehmen wir mit. Cristiano Ronaldo. Und wir gehen mal ins linke Mittelfeld. Machen wir heute mal ein bisschen anders. Wir gehen mal heute andersrum. Ja, sieht schon wieder. Na, obwohl. Ja, doch. Ist okay. Douglas Costa können wir notfalls auf den linken Flügel stellen. Da haben wir schon mal den Link zu Cristiano gesichert. Kann sein, dass er noch einen Tempo-Upgrade-Punkt bekommen hat. Hat er nicht letztes Jahr 93 Tempo? Sieht zumindest so aus. Ich weiß nicht. Leute, wie immer, checkt auch noch gerne, wenn ihr natürlich Lust habt, meinen Shop aus. Ne? Nice Designs in Schwarz und Weiß als T-Shirt. Pullover gibt es hier in Rot, wie ich es anhabe. Ne? Gibt es hier in Orange, in Blau und Grün. In den vier Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampe haben wir auch noch am Start. Und die Handyhüllen gibt es auch. In Orange, Blau und Grün. Ja, in den vier Farben. Also, checkt es gerne aus. Nicht vergessen, gratis. Autogrammkarte gibt es auch wie immer dazu, Leute. Also, checkt es aus, Mann, wenn ihr Bock habt. Natürlich, ich weiß es ja nicht, aber ich hoffe doch. Also, gerne abchecken. Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich bei euch. Weiter geht's mit... Schon wieder Cuadrado, Alter. Volles Juventus-Team, oder was? Na gut, nehmen wir Cuadrado mit. Wir haben echt gleich das volle Juve-Team am Start. Läuft bei uns. Innenverteidiger. Das sieht nicht gut aus. Das, ja, geht sogar. Manolas hat aber Schuss-Upgrade, glaube ich, bekommen. Ich glaube, in den letzten Jahren hatte der immer so 17 oder 18 Schuss. Jetzt hat er einfach 25, Alter. 25 Schuss. Der hat aber gut am Schuss gearbeitet. Aber wir haben Skriniar. Dann würde ich sagen, nehmen wir lieber Skriniar mit. Der hat nämlich eine 86 anstatt eine 85. Sokrates hat noch eine 84. Sokrates ist eigentlich eine ganz, ganz gute Karte. Obwohl er letztes Jahr mir irgendwie bei Arsenal gefühlt gar nicht aufgefallen ist. Ohne Witz, Alter. Aber naja, gut. Ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Boah, meine Fresse, ich will ins zentrale Mittelfeld, Alter. Das ist richtig schwer, dahin zu kommen bei dieser Formation. Oh, Pogba, nice. Pjanic, nächster Juve-Spieler. Also ich sag's euch ja, wir bauen hier wirklich ein volles Juventus-Team. Boah, da würde ich schon gut Chemie bringen. Aber so ein Pogba ist auch saftig. Thiago haben wir auch noch am Start. Parejo noch. De Jong auch. Scheiße, Mann. Was machen wir jetzt, Leute? Pjanic oder Paul Pogba? Ich glaube, wir nehmen Pjanic mit auf Nummer sicher. Digga, wir haben vier Juve-Spieler. Was ist hier los? Oder sagen wir Pogba? Auf Nummer safe, auf Nummer safe, auf Risiko. Komm, wir gehen mit Pogba auf Risiko. Vielleicht kriegen wir Pjanic den nochmal. Ich meine, ist eigentlich dumm, weil Pogba jetzt gar nicht reinpasst. Vor allem kriegen wir gleich ein Problem, das kann ich euch jetzt schon sagen, Ronaldo zu linken. Aber, Felipe spielt bei Atletico jetzt, wusste ich gar nicht. Boah, gar keine schlechte Karte. Und dass er bei Atletico spielt, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber gut. Boah, kann man machen, Leute. De Vaier haben wir noch. Oh, der linke Screen. Ja, scheiße. Warum habe ich nicht Pjanic mitgenommen? Ich bin so ein Vollpfosten, Alter. Ohne Witz. Es sei denn, wir kriegen jetzt hier eine Icon. Sonst habe ich gleich Ronaldo gar nicht gelinkt. Ey, ist das so dumm wieder von mir. Ohne Witz. Warum bin ich so dumm, Alter? Ja, richtig verdient habe ich das, ey. Richtig, obwohl, ja. Milinkovic linkt hier immerhin den Cristiano. Das war so unnötig von mir. Komm, nehmen wir Milinkovic mit. Müssen wir jetzt. Wir hätten jetzt Ronaldo schon auf voller Chemie, wenn ich einfach Pjanic mitgenommen hätte und Pogba zwei Ratingpunkte mehr. Digga, das lohnt sich doch nicht mal. Ach, ne. Da könnt ihr schon wieder mehr selbst hier auf den Schreibtisch kacken. Ich sag's euch. Oh, Van Dijk. Gudin, Junge, was krieg ich hier ganz für Meldungen? Meine Fresse, Alter. Dieses neue Windows 10 Update. Ne, ich krieg durchgehend Meldungen, Alter. Ich drehe mal meinen Sound runter. Was soll die Scheiße, Mann, ey? Da könnt ihr schon wieder kotzen. So, Problem ist, wir haben jetzt Gudin. Haben wir eine volle Inter-Mailand-Verteidigung. Hm. Und wir haben Van Dijk. Ich darf jetzt eigentlich nicht denselben Fehler machen, aber Van Dijk. Obwohl. Van Dijk. Linkt De Vrij und Van Dijk linkt Pogba dann noch. Dann haben wir den Fehler mit Pogba vielleicht wieder ein bisschen ausgebessert wenigstens.
scheiße, Alter. Mist, Alter. Der Pogba-Fehler war halt schon generell ein großer Fehler. Komm, wir machen nochmal denselben Fehler wie gerade. Aber gut, ich will den Pogba... Ja, toll, Alter, hat ja gar nichts gemacht. Ich will den Pogba-Fehler irgendwie ein bisschen ausgleichen, aber das hat keinen Sinn. Egal, wir kriegen das nur hin, Leute. Weil wir kriegen jetzt eh keinen. Wir kriegen jetzt eh... Wenn wir jetzt noch Handanovic bekommen, ne, dann scheiße ich hier wirklich auf den Tisch, Digga. Weil der ist dann auch wieder Inter Mailand. Dann kacke ich hier wirklich ab, ey. Gott sei Dank nicht. Seht ihr, deswegen habe ich Van Dijk mitgenommen, weil war klar, dass wir hier... Pavlenka hat auch 84, Alter, krass. Dass wir hier einen Premier League Keeper bekommen, war eigentlich klar. Weil irgendwie kriegt man gefühlt nie Serie A Keeper, außer halt Handanovic. Aber den kriege ich gefühlt immer auf der Bank. Der kommt gleich noch, Leute. Warte mal ab. Handanovic kommt noch auf der Bank. So, weiter geht's. Rechter Flügel. Oh, Salah. Joa. Ja, gut. Haben wir das wohl? War gar nicht schlecht. Doch, doch, doch. Wir nehmen Salah mit. Dafür habe ich doch Van Dijk mitgenommen, Leute. Ich wusste es doch. Guck mal, jetzt. Unsere Fehler gehen langsam wieder weg, muss man sagen. Langsam aber sicher werden unsere Fehler wieder ausgebessert hier. Auch wenn Pogba halt, der hat trotzdem nur viel Chemie. Also mit Pogba, das gibt, glaube ich, nichts. Also Pogba, na gut, Van Dijk kann man verzeihen, ja. Aber Pogba, das wird nichts, Leute. Mit Pogba, das wird nichts, es sei denn, oh, wir haben jetzt hier Martial. Aber müssen wir den rüberstellen. Und das macht auch wieder keinen Sinn. Promis ist ja jetzt bei Ajax, die haben den sicher gesnackt. Ich glaube, wir nehmen Leroy Sané mit, erstmal. Auch wenn er nicht viel bringt, wir nehmen ihn trotzdem einfach erstmal mit. Wir stellen dann Douglas Costa erstmal hoch. Ja, gut, hat nichts gebracht, ne? Aber gut, was soll's, 87er Wertung, 82 Chemie. Aber wir kriegen es noch irgendwie hin, Leute. Sané müssen wir halt austauschen. Da bräuchten wir noch einen Serie A-Spieler, Crescito. Könnten wir mitnehmen auf Nummer sicher, weil der eben 79, alle anderen sind auch nicht besser. Von daher nehmen wir den mit und bringen 6 Chemie plus erstmal. Joa. Geht erstmal klar, aber besser wäre natürlich ein linker Mittelfeldspieler oder halt linker Flügel würde auch noch klar gehen. Das wäre schon eine Nummer besser. Oh, Mbappé. Na gut, können Ronaldo rausstellen jetzt, obwohl Sterling, warte mal. Ah, Sterling bringt auch nichts. Ah, ne. Gündogan. Ah ne, Gündogan bringt nur was, wenn wir Sterling hätten, fällt mir gerade auf. Scheiße gelaufen, Alter. Bitte, ey, kann noch mal Pjanic kommen auf der Bank? Wir nehmen jetzt mal Mbappé mit, hat ja keinen Sinn. Wäre wirklich Baba, ich würde es feiern, wenn jetzt noch mal Pjanic kommen würde. Wäre schon geil, Digga. Oder ein Icon, come on. Ja, Mann, Alter, let's go, Pirlo. Ey, das war wichtig. Oh, Matuidi haben wir auch noch. Aber Pirlo ist dann doch ein bisschen besser. Boah, der war jetzt so wichtig, um den Pogba-Fehler wieder auszubessern. Let's go, Digga, 97 Chemie, ey, wie wichtig war das denn bitte gerade? Leute, ey, das wäre echt bitter gewesen am Ende, wenn es am Pogba gescheitert wäre, aber jetzt haben wir ja den Fehler wieder ausgebessert, von daher alles okay. Was ist denn, wenn wir jetzt hier Sané reinpacken? Boah, 9 Chemie weniger, ne. Das muss erstmal so bleiben, 87er Wertung, 97 Chemie. Ja, ist okay, Mann, geht klar, Alter. Geht die noch nun? Gabriel, der spielt jetzt bei Benfica. Also manche Transfers habe ich echt noch gar nicht mitbekommen. Rondon zum Beispiel spielt jetzt auch in China, habe ich auch nicht mitbekommen. Aber gut. Vielleicht sind viele auch am letzten Tag noch gewechselt oder auch so. Kriegt man dann teilweise nicht mit, ne, Leute. Bei den ganzen Transfers, die mittlerweile hier passieren, das ist ja, die Spieler, wisst ihr ja, heutzutage wechseln gefühlt alle 6 Monate den Verein. Bellerin auch nicht mehr so eine krasse Karte, wenn man ehrlich ist. 80er auch nur noch insgesamt, aber der ist auch immer noch verletzt, ne. Ja, glaube ich, Kreuzbandriss oder so. Ich glaube, der ist immer noch verletzt momentan. Warte mal, was mit Sterling? Würde 2 Chemie weniger bringen? Aber gut, 5 Chemie mit Manager wird schwer. So können wir es erstmal machen. Dann haben wir halt einen 88er statt 83er drin, ne? Aber gut. Ja, müssen wir schauen, ey. Ich glaube, 5 Chemie mit Manager wird sehr schwer. Glaube ich, unmöglich sein. Paulo Dybala auch noch. Geil. Goal. Goal, Goal. Den können wir uns mit... Ja, doch. Den können wir für Milinkovic reinpacken. Bringt ein weniger sogar noch. Ey, Mist. Gut. Dann müssen wir gleich wieder... Ja, wird nicht anders gehen. Aber dann müssen wir gleich wieder hier... Quadrado auf den rechten Flügel packen, es sei denn, wir kriegen vielleicht noch irgendwie Shaqiri oder so, aber Shaqiri würde uns ja auch nicht mehr bringen, weil der auch nur eine 81 hat. Oh, Billiard, der ist eine Legende hier, komisch mit seiner komischen Farbe hier oben drin, hatten wir letztes Jahr schon, aber der war letztes Jahr besser, oder? Ne, der hat doch 75 oder 76, irgendwie so. Ah, der ist eine Legende, Mann, wir nehmen trotzdem Calvert-Lewin erstmal mit, der ist besser, 77 rated. Der könnte nochmal gut werden, der wird nochmal gut, nice, Okocha und Modric. Modric bringt uns gar nichts. Okocha können wir reinstellen, oben auf dem Flügel. Dann hatten wir das Problem auch gelöst. Obwohl, er bringt nur 2 Chemie mehr. Na gut, war jetzt auch nicht so mega. Oh, shit, Alter. Hä, dann bringt sogar Cuadrado noch mehr, oder?
Ah ne, Quadrado bringt das gleiche. Boah, da wird aber jetzt auch viel Chemie jetzt. Wird aber auch schwer noch rauszuholen sein. Das kann man mal so sagen. Also es wird auch nicht leicht. Wir sind auf jeden Fall hoch auf eine 88er Bewertung. Das ist schon mal ganz nice. Vielleicht kommen wir noch hoch auf eine 89, aber glaube ich nicht. Nein, sieht nicht danach aus. Okay, die letzten vier Spieler des Teams. Ab geht's der, ich weiß nicht, bei dieser Animation. Naja. Jorginho hat nur noch 55 Tempo. Digga, what the fuck? Hat er nicht letztes Jahr irgendwie 69, 68, irgendwie so? Zanetti, nächste Icon. Plus Sergio Ramos haben wir auch noch. Bringen uns beide halt nicht viel. Nehmen wir Zanetti mit, komm. Weil es eine Icon ist. Obwohl. Linker. Ja, doch, den können wir sogar hier reinstellen, Alter. Nice. Bringt genauso viel. Ey, Mist, wir kriegen das nicht auf 100 Chemie. Ey, 4 Chemiepunkte fehlen noch, Leute. Das wird nichts, das kann ich euch sagen. Das wird leider gar nichts. Shit, man, es sei denn, der Manager bringt jetzt halt 4 Chemiepunkte. Aber es wird schwer, Alter. Das wird schwer, wir nehmen Claudio Bravo mit. Wir sortieren nochmal ganz kurz, vielleicht kommen wir noch auf eine 188er Bewertung. Beziehungsweise erstmal auf eine 88er Bewertung. Ob es so 188 wird, müssen wir noch gleich abwarten. Digga. Meine Fresse, die sortieren, ne? Das backt schon wieder so rum wie letztes Jahr. Können die es nicht mal ein bisschen schneller machen, dass es schneller reagiert? Ohne Witz, das ist so nervig, diese Sortieren. Letztes Jahr war das auch schon nervig. Dieses Jahr ist es genauso nervig. Das hätten die mal abändern können. Ein paar geile Neuerungen gab es ja im Draft, aber dass das so rumbackt, haben die nicht abgeändert, ey. Na gut, zack. Leider keine 188. Mehr möglich, aber wir müssen jetzt auch erstmal die 4 Chemiepunkte bekommen. Ich wollte gerade jetzt. Kann man eigentlich noch R2 drücken? Ne, R2 für Manager geht gar nicht mehr. Das muss man immer hier hinten rüber, Alter. Das ist auch wieder aufwendig. Naja, los geht's. Gucken wir mal, ob wir hier noch wenigstens ein bisschen was rausholen können. 2, 2, 3. Oh, ist das bitter, Mann. 3 Chemiepunkte, Corini. Obwohl, wenn wir Milinkovic Savic reinpacken, dann haben wir es, Leute. Fällt mir gerade auf. Dann müssen wir Milinkovic wieder reinpacken. Dann ist das hier auf 188. Nice, Mann. Aber geiles Team mit Cristiano Ronaldo mit 3 Icons. Also, ja, ich bin zufrieden einigermaßen, Leute. Ich bin einigermaßen zufrieden. Das Team ist nicht schlecht, Mann. So, zack. Hä? What the fuck? Ich dachte, das bringt was. Naja, hat gar nichts gebracht. Okay, dann bleibt's halt dabei, Leute. Das war's dann, Leute. Von diesem Draft, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr nicht unbedingt habt, gerne kostenlos abonnieren. Wie immer, Glocke aktivieren, täglich einschalten, checken und den Shop ausreichen. Seid in schwarz, in weiß, als T-Shirt Pullover gibt's in rot, in orange, in blau und grün, in den 4 Camouflage-Farben, Leute. Ihr wisst es. Kissen, Tassen, Turmbeutel, die nice LED-Lampe gibt's auch noch. Und die Handyhüllen in orange, blau, rot und grün in den 4 Farben. Gerne abchecken, Leute. Ja. Gratis Autogrammkarte wie immer dazu zu eurer Bestellung. Also checkt's gerne aus. Das war's, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Haut rein und ciao.